So, ich muss es besser machen. Ich habe gehört, jetzt ist wieder Party. Ja, natürlich, ich kommentiere. So, ja, schade gewesen, Luca. Jetzt hast du ein Spiel gehabt, jetzt bist du eingespielt. Nennen wir es Auch wenn du eingespielt. nicht viel Ballbesitz hattest. Nennen wir es eingespielt. Ja, und ich stelle jetzt diesmal gleich auf Defensiv und gewinne das dann, oder? Wollen wir es hoffen? Oder auch nicht? Doch, wollen wir schon hoffen. Nicht? Hä? Warum ist hier aufgehangen? Mitgefangen? Keine Ahnung. Ja, weil dachte ich mir, ich habe jetzt auch mal wieder einen Sieg verdient, so wie ich gescoot und geglitscht werde. Der Freistoß war mega. Der Freistoß war. Beast. Okay, Beast. Oh, Benzema. Benzema, James. Ja, nettes Team. Geht, ne? Doch, schon ganz nett. Ja, ist okay. Handanovic eigentlich sehr gut. Wahrscheinlich haust du jetzt einfach mal einen raus. Wer? Wer ist gut? Was? Handanovic. Weiß nicht, wer einen Der raushaut. Torwart. Ja, okay, FC Champions. Und los! So, Anstoß für die Gäste hier. Und der Wolf erstmal defensiv, klar, angekündigt. Calling quasi. Ist in der Zentrale angerufen. Gesagt, jetzt mal umstellen. Jetzt mal die Fans. So, Benzema mit dem Ball auf Iniesta. Benzema dann wieder Iniesta. Oh frei. Gott. Benzema, ja, direkt am Name. Hat vorhin geklappt, diesmal nicht. Benzema im Feyenoord-Trikot. Dass man das noch erleben kann. So, langer Ball jetzt, wird direkt abgefangen. Gegner wieder im Ballbesitz. Carlos Vela. So, wird er gestellt. Müller direkt angespielt. De Bruyne, ja, verteidigt gut den Ball. Schickt jetzt Lewandowski, der ist im 16er. Und dann wird er gestellt von Marcelo. Schade. Na gut, danke. Holt sich den Ball da gut und fair im 16er. Und Vidal mit nach Hey, vorne. hey. Ja. Hey, hey. Ich Benzema. hasse FIFA. James. James mit dem Ball auf Benzema. Legt in die Mitte. 1-0. Das war stark. Arturo Vidal. Der war sehr stark. Schön gespielt. Benzema nochmal zurück. Vidal auf Außen. Rennt dann rein. Ja, das war nett. Schöne Übersicht. Wieder nochmal quer. Und dann steht es hier 1-0. Ja, das brauche ich. Ja, der Wolf braucht ein 1-0. Hier hast es und bitte. Jetzt kann ich anfangen zu arbeiten. Pische auf Robben. Wir wissen ja. Ja. Ja, ich sag diesmal nichts dazu. Ich lass dich einfach mal machen. So, Dani Alves auf der gegnerischen Seite zusammen mit Iniesta. Dani Alves hat natürlich Pace, läuft jetzt erstmal. Nimmt Vela mit. Vela läuft jetzt auch, Hallo Spieler. kann komplett durchrennen, 2-0. Das geht schnell. Das geht schnell. Benzema mit dem Treffer. Vela darf einfach durchlaufen. Benzema komplett frei. Schöner Ball, braucht einfach nur den Fuß hinhalten. Dann steht es jetzt 2-0. Aber bestimmt wieder abseits. Autsch. Doppelschlag innerhalb von 4 Minuten. Ja, aber vorne stand auch 200 für den Gegner. Bei mir auch. Das ist so ein Empfang. Infekt. Empfang. Empfang ist Empfang, geschenkt. das Geschenk. Ja, Alves wieder. Der hat da was gesehen, glaube ich. Über die rechte Seite. Alves mit Vela wieder. Das gefällt Ja, mir gar nicht, was sie da Benzema. machen. Nimmt Rodriguez mit. Boah, der spielt stark. Der spielt stark. Rodriguez holt da den Freistoß raus. Ja, glaube ich, ein bisschen weit. Um es direkt zu probieren. Rodriguez, 34 Meter. Mal Ist ja sehen, was nicht er da Pes. macht. Mal sehen, was er versucht es direkt. Ja, aber sah schlimmer aus, als es Höhe hat eigentlich gestimmt war. sogar, oder? Ja, aber die Entfernung einfach, der war, ist, glaube ich, am 16er rausgespielt Naja, worden. naja. So, wieder langer Ball. Dir bleibt nicht lange Zeit für Ballbesitz. Da hat der Gegner dich eigentlich in den ersten 20 Minuten gut unter Kontrolle. Griezmann jetzt. Geh nochmal zurück. Ja, hat jetzt mehr Platz. Bringt den Ball Benzema. Boah, da wollte schon fast wieder. Ja. Benzema, Griezmann und Vela, die haben da so ein bisschen die Kontrolle. Die sind gefährlich, ja. Mit Rodriguez im Zentralen, mit Vidal. Das sieht schon alles durchdacht aus. Benzema jetzt mal alleine. Lackt sich da irgendwie durch, aber zum Glück steht da noch einer.
Lewandowski jetzt, zusammen mit Müller. Ja, wird abgefangen, Vidal wieder. Wieder Vidal. Wähler läuft da nicht mit, sonst hätte er ihn angespielt. Jetzt kommt Wähler. Wäre, glaube ich, eh rübergegangen. Ja, war auch nicht mehr dran. Ulreich jetzt, langer Ball. Und wieder kein Ballbesitz. Griezmann. Keine Chance. Zieht nach außen. Legt den Ball jetzt weit vor, rennt einfach durch. Aber Hummels ist da. Wenigstens der kämpft noch ein bisschen. Oder auch nicht. Oder auch gar nicht. Sag mal. Rodriguez, Iniesta, Vidal. Also du kommst ja gar nicht an den Ball. Nee. Vidal. Auf Rodriguez wieder. Hier schön Tiki-Taka. Ja. Das ist doch chancenlos. So, jetzt mal ein bisschen Ballbesitz. Vielleicht mal eine Chance. Vielleicht mal den Ballbesitz jetzt ein bisschen nutzen mit Müller. Der dribbelt sich da durch. Denkt nochmal nach außen. Und dann ist Barzagli wieder da. Holt den Ball auf Vidal direkt. Und Iniesta wird direkt immer bedient. Hier wird sehr schnell gespielt. Ich sehe ja teilweise ja echt Kennland. Ne? Ja, der ist gut, der ist gut. Ja, der wird nicht länger als ein Gegenspieler umspielt und dann wird direkt abgespielt. Der Ball wird nicht lange gehalten. So, jetzt vielleicht mal Lewandowski. Lewandowski mit der Flanke. Boah. Und dann sind die sich da hinten doch okay. Nicht so einig. Ja, offensiv ausgerichtet. So, 2-0, halbe Stunde. Ich meine, du hast vorhin auch 2-0 hinten gelegen, aber jetzt spielst du defensiv. Der spielt halt richtig gut. So, Lewandowski. Lewandowski ist jetzt durch. Kann er die Chance nutzen? Nein. Was ist denn am Tor? Handanovic hat gesagt, ja. Ne? Ja. Ist da noch mit dem Fuß dran? Scheiße, Mann. Gibt Eckball. Hatten wir schon Olaf? Nein. Nee. Ob es jetzt am Kabel liegt? Boah, Schweinsteiger. Oh, wo ist der Ball? Reus jetzt, Reus. Hätte einfach mal schießen müssen. Ja, ich wusste nicht, wo der Ball ist. Rodriguez. Ey, was ist da gar nicht? Benzema kommt aus dem Abseits. Muss eigentlich abgepfiffen werden. Ulreich macht's nochmal spannend, lang. Ah, oh, scheiße. Nimmt Reus den an wie der Glöckner. Und zwar mit seinem Buckel. Also der Gegner, der hat hier schon gut unter Kontrolle. Spielt auch auf viel Ballbesitz. Hält den Ball auch sicher. Wenn so ein Ball bei mir ankommen würde, ne, kannst du vergessen. Vidal, Lewandowski. Die Wolves, die wollen ja, aber es scheint kein Durchkommen. So, das war Abseits, ja, wird abgepfiffen. 3 Minuten noch plus Nachspielzeit. Dann ist die erste Halbzeit rum. So, Reus wird jetzt lang angespielt, in die Mitte gelegt auf Müller, zieht mal ab. Handanovic ist da und dann an die Latte. Und Abseits. Was war... Nee. Mal abgesehen davon, dass es Abseits war, was war das für ein Schuss? Ja, nochmal spannend. Jetzt die Dramatik in so Filmen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, Stefan, es wäre kein Abseits gewesen, ey. Ich stell mal vor. Dann hättest du die Latte wieder getroffen. Boah, schön gespielt, Lewandowski. Lewandowski macht er das Ding nicht. Vor der Halbzeit wäre wichtig gewesen. Nee, Torlinentechnik. Warum? Wollen die den Kopf messen oder was? Habt ihr über der Linie? Jetzt mal ehrlich, Lewandowski, das ist nicht dein Ernst. Ich hatte dir ja gesagt, wo wir ihn noch ausgeliehen haben, der kann eigentlich nicht so viel. Ich weiß nicht, warum. Wie wär's mit Götze? Ja. Ich glaube, den musst du zurückholen. Oder Tevez. Oder Tevez. Rodriguez! Holt nochmal eine Ecke raus. Das gibt's einfach nicht. Lewandowski. Zwei riesige Chancen gehabt. Road to Division 4. Ja. Schnauze halten. So, letzte Ecke, glaube ich, dann ist Halbzeit. Wird da nochmal gefährlich. Ja, Ecke kommt gut, aber Ulreich ist da. Sicher schnappt sich den Ball. Rennt er so weg. Erstmal kegeln und abhauen. Weil er nicht die passenden Schuhe dazu hatte. Ja, das ging sehr, sehr schnell. Ja, ich hatte meine Chancen jetzt am Ende nochmal. Ich glaube, ne, ich muss echt so ins Rollen kommen. Aber ganz ehrlich, den Leber schmeiße ich jetzt direkt raus. Komm, wir bringen jetzt den Götze. Weil ich glaube, mit Götze, der ist auch ein bisschen technisch stärker.
weiß ja auch, dass der Kopfball stärker gefühlt ist. Ich habe ursprünglich den Müller ja geholt für Lewandowski, weil ich mit dem einfach irgendwie nicht so... Ja, ja, ursprünglich. Und aber lässt dann trotzdem beide spielen. Ja, irgendwie will man... Von den Stats her will man es halt dann doch irgendwie nicht aufgeben, ne? Aber... Reich, ja. Da verspringt der Ball ein bisschen. Götze. Ja, da kommt der Ball auf Müller. Müller! Warum rennt der weg? Oh, FIFA ist manchmal so ein Arschloch. Warum rennt der vom Ball? Das war eigentlich richtig geil gespielt. Ja, war auch geil gespielt. Überm Torwart. Und dann rennt er einfach vom Ball weg. Und dann hat der Abschluss Tor? Vierjähriger. Tor machen? Nee. Alter. James wieder. Nee, doch. Wieder James. Ist aber diesmal zu weit. Nicht mal eine Mauer stellt sich der Ulreich dahin. Ulreich steht auch mittig. Was soll passieren? Das war Marker. Ja, Ulreich hat den sicher. Heißt ja nicht Roman Weidenfeller. So, und jetzt wieder der Versuch, den Ball lang zu spielen, schnell. Gelingt irgendwie nicht. So, diesmal Schweinsteiger mit einem Ball robben. Ja, der macht dann erstmal einen Spinneroonie, leitet den Ball dann weiter auf Piszczek. Der spielt zurück auf Müller. Und Müller, der hat keinen Bock. Und Handanovic, der hechtet da erstmal zum Ball. Wahnsinn, wie ein Frosch, ey. Rodriguez. Benzema, ja, versucht den Ball mit der Hacke weiterzuleiten. Die Gegner werden jetzt ein bisschen, ja, unkonzentrierter, ein bisschen hektischer. Und lassen das Ganze ein bisschen lockerer angehen. Hacke Spitze 1, 2, 3. Das war echt hektisch hier gerade. Die solltest du jetzt vielleicht ein bisschen nutzen, die Phase, bevor die wieder ernst machen. Warum? Das ist mir bei dir aber auch aufgefallen. Die rennen echt oft vom Ball irgendwie weg. Ja, neues Team. Sag's ja. Neues Team. Das ist Glück. Das ist echt Benzema. Komisch. Rennt vom Ball weg. Carlos Vela jetzt. Ja, rennt voll auf den Mann drauf. Boateng. Alaba jetzt mit dem langen Ball. Wieder weit und hoch. Diesmal gelingt das sogar. Reus spielt Müller an. Zurück auf Reus. Jetzt vielleicht mal mit einer Flanke. Aber dann steht dann keiner in der Mitte. Das habe ich wieder voll im Griff. Aber. So, und Vela. Iniesta. Ich glaube, einer der mit den meisten Ballkontakten hier. Rodriguez. Marcelo, ja. Und die Abwehr steht. Plus einer, vielleicht zwei. Und der Rest ist nur offensiv bei dir. Ja, ich habe jetzt umgestellt. Griezmann rennt jetzt wieder in den 16er. Das ist viel zu einfach. Das ist viel zu einfach. Er kann dann sogar den Ball noch annehmen. Was in dem Fall ein Fehler ist. Aber dass er da einfach... Olaf ist back in business. Yes. So, Schweini. Im ersten Spiel ein verwandelt, im zweiten Spiel auch. Selbe Ecke, ganz sicher. 2-1. Und ähnliche Minutenanzahl. Ja, stimmt. Wieder. 66. Ja. Geil geschossen von Schweini. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, 2-1 nur noch, verkürzt durch Bastian Schweinsteiger mit dem Elfmeter, verursacht durch Chiellini und jetzt Marcelo. Spielt der Gegner jetzt wieder ein bisschen ernster, weil in der zweiten Halbzeit hat er ein bisschen nachgelassen. Und somit ist der nette Herr Wolf besser ins Spiel gekommen. Und jetzt wieder Überzahl, wenn alle mitlaufen würden. Und Robben legt sich da richtig schlecht den Ball vor, Marcelo. Ehrlich? Ja, Roulette, tanzt da Robben aus natürlich, bisschen Brasil. Vidal auf Iniesta, Iniesta, Alter! Iniesta und tanzt da den ein. Dann war es doch ein Vorteil für ihn, obwohl er mich umgebracht hat. So, Vidal jetzt, wird wahrscheinlich kurz spielen oder lang. Nee, Rodriguez macht bei ihm alles. Bringt den Ball ja in die Mitte und dann...
ist da fast noch Piszczek dran und Ulreich stand schon draußen. Wäre fast noch gefährlich geworden. Unfreiwillig, ja. So, Benzema mit dem Roulette. Benzema, immer noch Benzema. Spielt den Ball kurz. Außen wieder alles frei. Wieder Benzema. Legt nochmal ab auf Iniesta. Ja, jetzt wollen die zu viel. Kann aber funktionieren. Rodriguez. Versuch's mit Finesse. Aber. Mann! Drüber und Abstoß. Ulreich. 76. Wieder langer Ball. Auf Götze. Wird abgefangen. Benzema. Spielt raus. Auf. Rames zieht jetzt einfach mal ab und der Schuss war nicht ungefährlich. Also jetzt kommt nur noch lange Bälle, dann versucht der Gegner direkt einen Abschluss zu machen. Götz jetzt mal wieder, vielleicht kommt der Ball an, ne? Was macht Handanovic? Ist die Ruhe in Person? Spielt ganz abgeklärt nochmal raus. Jetzt Piszczek. Ja, kommt da nicht richtig hinterher und dann wird natürlich ein bisschen getrickst mit Hacke wieder. Er denkt, glaube ich, wirklich, er hat das Spiel schon im Griff. Müller, De Bruyne, von den letzten zwei Spielen nichts gesehen. Jetzt vielleicht mal eine gute Aktion. Komm. Robben angespielt und dann ist es faul. Von Robben? Ja, anscheinend ja. Chiellini spielt den Ball kurz, gefährlich. Hätte fast spekuliert. So, Vidal, Iniesta, nee, klappt nicht. So, jetzt Müller. Ja, und Handanovic rechtzeitig unten. Weltklasse gehalten. Mann, das gibt's doch nicht. Weltklasse gehalten, da so Schweini mit der Ecke. Nee, Handanovic sehr, sehr sicher, rennt da raus, die Zeit läuft runter. Gegen die Wolves. Und Benzema rutscht den Ball gegen Boateng. Also Boateng hat auch ein bisschen nachgelassen. So, De Bruyne läuft jetzt frei. Ja, De Bruyne nimmt den Ball nur noch mit. Und da kommt der Ball auf Götze. Und wie denn? Und das war's. Okay, es war abseits. Aber die Tatsache, dass er den nicht macht, spricht ihm wieder voll schwierig. Bin ich so geil jetzt in der zweiten Halbzeit. Und dann werde ich nicht belohnt dafür. So, Roulette von Griezmann. Griezmann sieht Wähler. Ah. Zieht da mal ab, testet nochmal Ulreich. Hat aber Glück, geht vorbei. Piszczek jetzt nochmal. Langer Ball. Wohin, Piszczek? Auf den Gegner, dahin. So, Piszczek rutscht den Ball wieder, macht den Fehler so einigermaßen wieder gut. Und nein, dann wird er wiedergestellt von Marcelo, der eine starke Partie macht. Komm. So, Piszczek bedient jetzt Götze. Götze versucht es direkt. Und dann ist Marcelo da und klärt. Mann! Vor der Komm Linie. Schneller, Robben! Schneller, Robben? Und Barzali ist da. Ah, ich wollte noch meine Mitte. Das gibt's nicht, ey. Das ist scheiße. Irgendwie will gerade gar nichts. Aber Handanovic hat auch Weltklasse gehalten. Ja, Marcelo auf links, ganz stark. Der Gegner war an sich die erste Halbzeit komplett überlegen. Die zweite hat er ein bisschen. Unglaublich, wie der so schnell Tore schießen konnte. Danach hat er nichts begriffen. Er hat wahrscheinlich gesagt, reicht. Ich bleib jetzt dabei, hier geht nicht mehr viel. Ulreich, bester Mann, klar. Natürlich sehr, sehr bitter. War so stark in der zweiten Halbzeit, ey. Und dann hat das nicht gereicht. Ja, jetzt müssen wir langsam schauen, dass wir echt in der Division bleiben. Ja, darum geht's jetzt. Darum geht's jetzt. Okay. Nochmal Motivation. Nochmal Motivation. Dabei, auch wenn die Spiele verloren wurden, du bist der Beste, sogar der Luca. Wann kommt man wieder Himmelsrand? Ja, wenn ich das wüsste. Oh, Mann.